Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen demnächst Crusader Kings 2. Und ja, bei diesem Global-Strategiespiel, global ist es nicht ganz, es ist die alte Welt, Europa, Nordafrika und der Orient. Ja, da geht es darum, dass wir hier eine Dynastie spielen und in dieser Dynastie möglichst viel Macht erlangen, mit dieser Dynastie viel Macht erlangen und uns ein großes Reich aufbauen. Ich gehe mal auf Einzelspieler, da werdet ihr dann auswählen können, später noch. Wir haben jetzt hier die Auswahl an einem gewissen Staat oder einem speziellen Staat Zeitalter loszulegen. Wir haben hier Frühmittelalter und Zeitalter der Wikinger ausgeblendet, weil ich hier die entsprechenden DLCs nicht habe. Vielleicht lege ich sie mir noch zu. Mal sehen. Wir fangen im Hochmittelalter an, 1066. Und wir können von da an dann fast 700 Jahre spielen. Mal gucken, ob wir so lange bestehen. Den Text hier lese ich nicht vor. Hier vorne haben wir jetzt eine Auswahl, eine Vorauswahl von interessanten Charakteren, die wir spielen könnten. Wir könnten hier William den Bastard spielen, Herzog der Normandie, und es geht hier dabei um den Krieg zwischen Frankreich und England, um die Vorherrschaft über England und Frankreich, den Kaiser, der Heinrich, das sind Salier, und Robert de Hauteville von Kalabrien hier, Herzog von Kalabrien und Apulien. Hier haben wir dann die Muselmanen, die Moslems, die ja hier den Sultan von Ägypten, Kalif al-Mustansir. Dann haben wir Sultan Al-Aslan von Seljuk Sultanat, Sultan von Persien ist dann hier im Moment. Persien ist, na, jetzt kriege ich gerade die Karte nicht weg. Persien eben hier vorne. Und dann haben wir hier den Maharaja Someswara von Kalyani, Chalukya, Königreich, Maharaja von Maharashtra. Wo ist das? Das ist wahrscheinlich irgendwo, hier hinten irgendwo. Irgendwo im Osten. So, wir individualisieren das aber. Sprich, wir suchen uns selbst jemanden aus. Und da haben wir hier die interessanten Charaktere, wie schon erwähnt, und noch ein paar zusätzliche dazu. Und wir haben hier die Karte, das ist die gesamte Karte, die ganze spielbare Karte. Hier hinten, das hier ist Indien und hier unten ist Sri Lanka. Das ist Teil eines Add-ons. Hier unten könnt ihr das sehen. DLC ist nötig. DLC Rajas von Indien brauche ich dazu, habe ich auch nicht. Und hier oben die zentralasiatische Hochebene ist dann auch dabei. Hier haben wir Wüste und hier oben haben wir dann Sibirien, hier vorne der Ural, das Uralgebirge. Ja, und dann kommen wir hier schon zu dem europäischen Teil. Und hier wollen wir eine Dynastie spielen. Ich habe mir schon einiges angeguckt. Man könnte starten. Also, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation ist langweilig. Ich kann euch auch mal zeigen, hier vorne Schwierigkeit. Sinnlos. Also als der Kaiser hat man überhaupt kein Problem. Kaiser ist kinderleicht. Wir könnten hier in Polen spielen. Wir können König Bolesław der Kühne sein. Stelle ich euch jetzt zur Wahl. Also wir können sein Polen. Wir können sein, hier vorne habe ich mir das angeschaut, wir könnten das Königreich Wales, oder was heißt Königreich? Wir können hier Herzog, ja, kleinen Königreich von Powys. Also, Powys können wir spielen. Dann können wir, hier vorne, das ist Irland. Hier haben wir eine ganze Reihe an Kleinkönigreichen. Die sind alle unabhängig. Und, übrigens sehr schön gemacht hier, immer wenn ich eins anwähle, dann spielt die Musik. Eins dieser zahlreichen kleinen Königreiche können wir spielen. Schottland spielen wir nicht. Was wir auch noch machen können, ist hier vorne. Wir können, ja, Graf Iokilin, weiß ich nicht, von Boerek spielen. Das ist ein kleines unabhängiges Reich.
bretonisch, unabhängig. Können wir auch spielen. Wir können auch spielen. Das kleinliche Königreich von Bres ist bretonisch. Das hier eben Brest hier oben an der Küste. Dann hätten wir, was haben wir noch zur Auswahl? Ach genau, ich schreibe mir das mal auf, bevor ich das vergesse. Also wir können spielen Bruerek. Dann, wie ich gerade sagte, hier Bres. Und dann hatte ich mir noch was ausgesucht. Hier unten. Ich glaube, hier war es. Genau. Dukia können wir spielen. Das ist, ja, besteht hier aus drei Provinzen. Im Moment. Aus einer, zwei, genau, aus drei Provinzen. Besteht das? Ist auch ein unabhängiges Reich. Ist serbisch. Unabhängiges serbisches Reich. Ganz nah am Byzantinischen Reich hier vorne. Das ist alles Byzanz. Byzantinisches Reich. Und hier vorne ist Kroatien. Genau, das wären die, die wir spielen könnten. Was wir auch noch haben, wäre Korsika, das ist nicht mehr zur Verfügung. Hier vorne auf der Iberischen Halbinsel gibt es eine ganze Menge an kleinen Königreichen, haben wir zum Beispiel hier. Ach, das sind jetzt die Sultanate. Moment. Komme ich noch zu? Damals, genau. Aragon zum Beispiel. Barcelona könnten wir spielen. Dann haben wir Navarra. Kastil. Ja. Galizien und Leon. Also mit Galizien, hat man dann vermutlich das Ziel, dass man hier Portugal gründet. Genau. Also wir können spielen Königreich von Galizien. Und was gebe ich denn noch zur Auswahl? Also Galizien haben wir dann und hier, Aragon. So, dann, also ich wiederhole das nochmal. Wir können spielen in Polen. Powys, also hier vorne beim heutigen Wales. Das springt hier immer so ein bisschen her gerade. Dann Bruerek, das war hier vorne. Das kleine Stück. Dieses kleine Stück hier, das ist eine einzige Provinz. Oder Brez, ist das hier. Dukia, das ist hier unten, dieses serbische Herzogtum hier vorne, dieses unabhängige. Was hat man noch? Galizien hier vorne. Da haben wir dann sehr viel zu tun mit den Moslems. Oder Aragon, dieses kleine Königreich hier in den Pyrenäen. Ja, ich gebe euch ein paar Tage Zeit, da auszuwählen. Ihr könnt Daumen nach oben geben, ich werde unter diesem Video hier Kommentare verfassen, wo ihr dann einen Daumen nach oben geben könnt, und ihr könnt natürlich so viele Daumen vergeben, wie ihr wollt. Also ihr könnt jedem einen Daumen geben, wenn ihr Lust habt, und einem keinen. Das ist mir egal, wie ihr das macht. Diese Stimme oder das Herzogtum oder Königreich, das am meisten Punkte oder Daumen nach oben bekommt, das wird dann am Ende ausgewählt. Und das werden wir dann spielen. Und dann gehe ich hier natürlich auf alles noch ein bisschen genauer ein. Bis dahin hoffe ich, dass ihr vielleicht schon ein bisschen Ahnung habt von dem Spiel, um vielleicht auch richtig entscheiden zu können oder um eure Entscheidungen treffen zu können. Wenn nicht, dann guckt doch vielleicht mal bei Steinwallen rein. Und der macht da ganz viel zu Crusader Kings und ähnlichen Spielen. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ich hoffe, dass euch ein bisschen, dass ein bisschen Interesse bei euch geweckt wurde, dass ihr euch ebenso auf das kommende Let's Play freut, und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!